Es war ein Fall wie aus einem Heimatfilm. Seit 35 Jahren ist es jetzt genau her, das Wilderer Drama vom Vilkratental. Vor 35 Jahren ist der Wilderer Pius Walder von einem Jäger erschossen worden. Totschlag, so lautete damals das Urteil der Justiz. Ein Meuchelmord, so sieht es immer noch Pius Bruder Hermann Walder. Bis über die Grenzen Österreichs hinaus hatte der Fall damals für Aufsehen gesorgt. Jetzt, zum 35-Jährigen, sind gleich zwei Bücher und eine CD dazu erschienen. Und dann haben sie mich verfolgt bis zum geht nicht mehr. Wenn der mittlerweile 72-jährige Hermann Walder das Grab seines Bruders besucht, wird er immer noch regelrecht umlagert von wissbegierigen Touristen. Und stimmgewaltig weiß er noch, das Schicksal seines Bruders zu schildern. Das hat seinen Grund. Am 8. September 1982 wird der Bruder Pius in einem Wald bei Innerfügraten von Jägern beim Wildern gestellt und erschossen. Die Umstände bleiben dubios. Am offenen Grab schwört Hermann Walder Rache. Im Dorf entbrennt ein bitterer Streit. In einem legendären Club 2 erhält der Fall sogar österreichweite Brisanz. Auch wenn viele nach 35 Jahren meinen, es sollte Ruhe einkehren, gibt es für Hermann Walder kein Rasten. Die Angst sind nach wie vor fürchterlich. Gar nichts anders, da wie damals gewesen ist am ersten Tag schon deshalb nicht. Wenn ein normales oder ein richtiges, gerechtes Urteil gefällt worden wäre, dann wäre es ein bisschen anders. Aber so wird es nie anders, solange ich lebe nicht. Der Osttiroler Musikproduzent Walter Wiedemeyer, der seinerzeit viele Hits der Kastelroter Spatzen geschrieben hat, hat sich jetzt der Geschichte der Walder-Brüder angenommen und zwei Bücher geschrieben. 4 Jahre lang hat er unter anderem auch am Ort des Geschehens recherchiert. Mich haben viele Dinge, die ich in den Jahren in den Protokollen und Gutachten gelesen habe, die haben mich nicht in Ruhe gelassen. Und ich habe immer mehr den Kopf geschüttelt und dann nach meinem profunden Wissen hinterm Vorhang bin ich aber selber hergegangen und habe mir das wirklich alles ganz genau angeschaut. In unzähligen Gesprächen hat er die Geschichte der Wilderer Brüder vor und nach der Tat aufgezeichnet. Vieles sei dabei zutage getreten, was bisher unausgesprochen geblieben ist. Durch das Verbrechen am 8. September 1982, durch den Tod des Pius Walder, das war wie die brutalste Zäsur im Leben der Familie und auch im Leben des Hermann. Alles, was davor passiert ist, war nie mehr so danach. Es ist das Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und so war es einfach auch notwendig, das in zwei getrennten Büchern festzuhalten. Und das ist deswegen wichtig, dass man wirklich alles in die Öffentlichkeit bringt, was man mir zugefügt hat, was man mir angetan hat, von der Obrigkeit und alles drum und dran. Lieber sterbe ich. Und dass eine passende Musik-CD für jede Menge Gefühle zum Wilderer-Drama sorgt, liegt auf der Hand. Bereit, dafür bin ich zum Kampf. Die Präsentation der Werke findet in Siljan am 8. September nach der Gedächtnismesse statt. Dafür bin ich zum Kampf bereit.